Das Handwerkerschutzgesetz Köln-Mülheim zwingt uns zu folgender Gegendarstellung. In der Show Harald Schmidt vom 25.01.2006 wurde von Herrn Schmidt folgende Behauptung aufgestellt. Die Linestras hat der Felix montiert. Diese Behauptung ist nicht richtig, sondern ganz und gar falsch. Zutreffend ist vielmehr folgender Tatbestand. Die Linestras wurden von Aki und Peter montiert. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Willkommen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlich willkommen im offiziellen Mozart-Sender im ersten deutschen Fernsehen. Es war der Wunsch von Wolfgang Amadeus Mozart, hier im ersten gefeiert zu werden, ja, an seinem 250. Geburtstag. Und ich finde toll, dass er in der ersten Reihe heute bei Sandra Maischberger saß. Viele haben ihn gar nicht erkannt. Er macht Rock'n'Roll und es sieht gut aus. Ja. Ich muss sagen, ich liebe Mozart, hauptsächlich wegen der Musik. Was ist das größte Ereignis oder Event, wie wir in der Volksmusik sagen, zum Mozart-Jubiläum? Was ist das größte Ereignis? Wetten, dass am Samstag in Salzburg mit Tommy, ja, der ja Mozart noch als Kind kennengelernt hat. Ja. Das hat mich überrascht, Wetten, dass in Salzburg. Ja, ich wusste gar nicht, gibt es denn die Mozartkugel auch von Haribo? Na klar. Wahrscheinlich. Dann Neues zum Thema Kälte. Menschen von Ihnen, die leiden unter der Kälte, die sagen, ist es mir trotz allem zu warm? Nein, alle sind zufrieden. Die NASA hat jetzt herausgefunden, 2005, das vor kurzem zu Ende gegangene 2005, war das wärmste Jahr seit 1000 Jahren. Dazu brauche ich keine NASA. Das lese ich in den Tagebüchern von Jopi Hesters. Ja? Passend dazu, nächsten Monat im ZDF, die große Show, die 100 wärmsten Deutschen. Können sich jetzt schon bewerben. Dann Glückwunsch an die Kollegen, die es wieder mal geschafft haben und nominiert wurden für den Grimme-Preis, die wichtigste Fernsehauszeichnung in Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Viele nominiert. Bastian Pastewka, unser großartiger Freund Bastian Pastewka. Dann die wunderbare Serie Stromberg in der Unterhaltung. Und vor allen Dingen Dr. Heinrich Breleur und Dr. Dieter Wedel. Und das ist das Interessante. Beide sind nominiert. Das wird sehr, sehr spannend. Beide haben im Grunde denselben Stoff verfilmt. Bei Dr. Breleur hieß er Speer und Er. Und bei Dr. Wedel hieß er Mama und Papa. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zurzeit wo? In Davos. Soll ich da diesen alten Familienwitz erzählen, bitte, der bei uns früher war? Ja. Wenn wir im Urlaub waren und zurückkamen und gefragt wurden, und wo wart ihr? Da hat mein Vater gesagt, da wo es nichts kostet. War kurz nachdem sie meine Eltern kennengelernt hatten, mein Vater trug ja damals Pferdeschwanz. Und das Tolle ist, wen hat Angela Merkel getroffen in Davos? Bono. Den absolut Topsänger von U2, der sich gern mit Staatschef aus der dritten Welt trifft, weil er engagiert sich. Er hat nicht nur tolle Musik, sondern er engagiert sich, dass den Drittweltländern die Schulden erlassen werden. Ja? Und das Ziel von Angela Merkel ist, sie möchte Deutschland wieder erstklassig machen. Sie redet gar nicht von Champions League. Ja? Erste Liga reicht erstmal. Und es gilt die alte Fußballweisheit auch für Frau Merkel. Willst du Deutschland oben sehen, musst halt die Tabelle drehen. Unser sexuell stimulierendes Thema traditionell zum Abschluss dieser kleinen Eröffnungskonferenz. Und das hätte man sich denken können, Sex ist gut gegen Stress bei Prüfungen. Wenn Sie sexuell aktiv sind vor wichtigen Prüfungen, sind die Noten um 50% besser. Aus dem Grund sind wir zum Beispiel morgen schon ab 7 Uhr im Büro. Ja? Allerdings, und das ist ganz wichtig, Sie müssen sexuell fast in einem, ja, wie soll ich sagen, vatikanischen Sinne tätig werden. Es muss ein richtiger Liebesakt sein mit allem, was dazugehört. Selbstbefriedigung nützt nichts bei Prüfungen. Sorry, liebe Physikstudenten.
Berlin K und die ARD Showband. Auf Deutschlands Straßen gibt es in diesen Tagen wirklich nur ein Thema: L'Encyclica Nouveau est arrivé. Die neue Enzyklika ist da von Papst Benedikt dem 16., seine erste mit dem Titel Deus Caritas Est. Zu Deutsch? Deutsch ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Man könnte auch sagen, um ein größeres Publikum zu erreichen, nur die Liebe zählt. Und zwar, und das ist das Tolle an dieser Enzyklika, aber ich habe es immer gewusst als Katholik, als Kirchensteuerzahler, als Papstverehrer, als im Grunde mentaler Messdiener. Ja? Der Papst schreibt in seiner ersten Enzyklika, es gehört alles dazu. Kuscheln, Gespräche und auch Licht ausmachen. Ja. Ja? Wir Lateiner nennen das Caritas, Eros und Agape. Das sind die drei Bereiche, die zusammengehören. Eros und Agape. Eros ist das, ist es das, was man drunter versteht, ja, eigentlich? Das also Sexuelle. Dieses Weihnachtsfeiermäßige, ja, dieses ja. Schnackseloide. Kann man sagen, ja? Und Agape, das ist eben dieses, reg dich nicht auf, wenn der Nachbar dich einparkt. Oder mach doch keinen so ein Terz wegen dem kleinen Kratzer. Das ist diese Nächstenliebe. Das wurde jetzt festgestellt, wir Deutschen tun uns leichter mit der Fernstenliebe. Irgendwo ein Erdbeben spenden wir, ja? Aber der Nachbar Kettensäge, wenn er falsch parkt. Das hat man jetzt herausgefunden. So, und das gehört jetzt alles zusammen. Und wir haben gesagt, das ist ja toll, wie zeitgemäß der Papst ist. Der Papst hat gesagt, er muss sich um die Liebe kümmern, weil die Liebe wird so inflationär gebraucht, dieser Begriff, und herabgewürdigt. Wir haben heute beliebige People-Magazine am Kiosk geholt, Bunte zum Beispiel. Mhm. Unsere Liebe starb leise. Ist das unter päpstlicher Sicht erlaubt? Nein. Nein, es ist gar nicht möglich, weil die Liebe stirbt nie und in dem Sinn auch gar nicht leise. Das ist so ein Röcheln. Man hört das natürlich oft, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt oder irgendwie so. Die Liebe ist alt geworden, lang macht sie nicht mehr und so. Das geht natürlich aus theologischer Sicht nicht. Die ganze Welt liebt unsere Kanzlerin Angela Merkel. Ist das möglich? Definitiv. Das ist Agape. Das ist Agape. Ja. Ja. Agape Christi kommt ja eigentlich auch in diesem Sinne daher. Und hier sieht man, wohin die Liebe führt. Jetzt noch schöner als Caroline. Prinzessin Stephanie von Monaco. Das sage ich schon lange. Es tut Frauen gut, wenn sie mal eine Zeit lang im Wohnwagen leben. Wirklich. Das hat doch jede vorangebracht. Sag mal, gut, das ist die eine Seite der Liebe. Wird die Liebe noch in anderen People-Magazinen in einem nicht-theologischen Sinn gebraucht? Gala. Liebe, verzweifelt gesucht. Hollywood-Promis. Wie die Garnickel, aber nichts von Agape. Genau. Ja? Eros, aber im extremsten Ramazzotti-Sinne. Ja. Ja? Vielleicht noch ein bisschen Philia, die gibt es auch noch. Was ist Philia? Freundschaft, also die Freundschaft der Jünger zu Jesu zum Beispiel. Ah, verstehe. Also eher sowas gleichgeschlechtlich Kumpeliges. Ja, das kann aber auch natürlich bedeuten, schlafen, während der Meister schwitzt. Ölberg, muss ich mehr sagen. Ja? Wir haben gesagt, Eros, Agape, das könnten eigentlich Traumpaare werden. Das könnte sowas werden wie Hanni und Nanni, natürlich in einem höheren Sinne. Sowas wie Marianne und Michael. Ja? Das war gestern. In Zukunft heißt es Eros und Agape. Wenn wir in Bunte in dieser Woche reinschauen, haben wir zum Beispiel, das ist für mich eigentlich Eros und Agape in Perfektion. Ja. Busenwitwe Tatjana Xell und Prinz Fairfried von Hohenzollern. Inzwischen trocken. Ja, seit 12 Jahren, im Gegensatz angeblich zu seiner Ex Angela Wepper, das wusste ich gar nicht, die irgendwie schlecht über ihn redet und er sagt, sie soll sich mal also geschlossen halten, er hat keine Probleme mehr. Das ist für mich Eros und Agape, wobei ich nicht genau weiß, wer ist wer auf diesem Bild. Kann man eigentlich auch Knie transplantieren lassen? Naja, also. Weiß ich doch nicht. Oder dass man die Falten an die Knie runterzieht, bitte? Findest du die nicht schön, die Knie? Nein, diese Knie sind perfekt, aber wenn ich an meine Knie denke, so gerötete Eishockeyschutzscheiben, ja, und sage, wenn es sowas von Grazie und Anmut gibt, ja, dann überlege ich schon, ob ich irgendwie sage,
Ich lege mich mal unter das Messer und lasse mir neue Kniescheiben machen. Klar. Ein weiteres Paar, Eros und Agape. Bäckerkönig Kamps. Jetzt backt er wieder alleine. Alleine backen ist in jeder Theologie erlaubt. Oder? Ja, aber er hätte eigentlich, es gibt nur eine Gattin, da muss man durchhalten, egal was passiert. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ein Gott, eine Ehe, ein Mann, eine Frau. Und das Ganze entwickelt sich natürlich durch Durchhalten, wenn der erste Rausch vorüber ist beim Verlassen des Standesamtes. Und Entsagung, ein ganz wichtiges Wort, das unsere jungen Menschen gar nicht mehr kennen. Ja. Entsagung, wenn es draußen schwül hereinweht vom Fenster im Frühjahr und man diese Luder mit dem Piercing klappern hört. Dann sagt man, nein, ich schaue mir lieber das Bild von Fairfried von Hohenzollern und Tatjana Xell an, um mich abzukühlen. Haben wir noch was? Ja. Ja gut, das ist also, hat man wissen können? Das ist toll, schau, wie verliebt sie sich anschauen. Ja. Da ist noch alles frisch, oder? Ja, das ist Bernie Ecclestone mit seiner Gattin. Der hat Spaß. Die Formel-1-Ulknudel, wie man sagt. Ja, immer gut drauf, immer zu einem Scherz aufgelegt. Das ist für mich auch Eros und Agape. Na klar. Ja? Und zwar wechselseitig. Hier kann jeder alles sein. Das ist natürlich die ganz große Form. Und weißt du, was das Tolle ist? Diese ganze Thematik, ja, die Religion, das wird, die Menschheit wird so religiös, das ist unglaublich. Das ZDF verfilmt jetzt das Leben von Johannes Paul II. Als junger Mensch, vom jungen Karol Wojtyla. Mhm. Ja, und das Irre ist, eine zentrale Rolle in diesem Film spielt Mario Adorf als der Gärtner des Papstes. Geil! Ja, und das finde ich toll. Wir haben im ZDF ein sehr gutes Verhältnis. Sie haben uns einen Ausschnitt gegeben, in dem der Gärtner, gespielt von Mario Adorf, zum ersten Mal den jungen Karol Wojtyla trifft. Mhm. Und zwar steigt der Gärtner gerade aus einem Pool, den noch Michelangelo entworfen hat. Aha. Und zieht sich die Frottape an. Das ist die vatikanische Bezeichnung für Bademantel. Mhm. Ja? Und ist völlig überrascht, als er plötzlich den jungen Wojtyla mit seiner Umhängetasche vor sich stehen sieht und sagt diesen klassisch gewordenen Satz, den ihn in Rom jedes Kind auf der Straße zuruft. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Das ist Wahnsinn, oder? Es flirrt, diese Darstellung. Ja, absolut. Und da kann ich natürlich mir erklären, dass viele Leute sagen, ich möchte auch Schauspieler werden. Ich möchte auch tolle Menschen kennenlernen. Ich möchte viel Geld verdienen. Warum fangen Sie nicht einfach mal an, in einer Soap zu spielen? Ja, das ist ein Einstieg, das ist zu schaffen. Da brauchen Sie nicht allzu viele Gesichtsausdrücke. Wir können Ihnen die wichtigsten zeigen in unserer neu eröffneten Schauspielschule für Soap-Künstler. Die große Soapstar-Schule mit Harald Schmidt. Das Allerwichtigste bei einer Soap ist, dass Sie rechtzeitig zu Hause sind, wenn Ihre Küche angefahren kommt. Ja? Ja, das kennt man doch, oder? Das kennt man doch. Entschuldigen Sie mal, ich gehe heute früher, meine Küche kommt. Genau. Kennt man das oder nicht, diesen Satz? Ja, so. Das ist das Allerwichtigste in einer Soap. Und die Soap-Frühstückstische sind alle so gedeckt. Ja? Ich habe noch nie einen privaten Frühstückstisch gesehen, der so aussieht. Aber in der Soap ist immer, ganz wichtig, aus dem Tetrapack eingefüllt der Orangensaft ins Glas. Ganz andere Atmosphäre. Diese frische Brötchen, die nie einer anfasst, weil man mit vollem Mund nicht sprechen kann. Und die liebevoll gedeckte Serviette. Kennt man privat nicht unbedingt. In der Soap müssen damit umgehen können. Erster Gesichtsausdruck, den man spielen können muss, ist welcher? Lügen. Lügen. Das heißt, sie kriegen etwas erzählt, müssen aber noch zu einer geheimen Verabredung und mogeln sich weg. Das ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen halt nur dem Zuschauer deutlich machen, dass sie lügen. Ja, im Sinn von, das finde ich total nett. Aber meine Mutter stirbt. Weißt du? Sehr gut. Aber nicht übertrieben, sondern es muss natürlich glaubhaft sein. Ja? Der Partner muss es glauben, aber der Zuschauer muss merken, hoppla, da lügt doch einer. Ja? Nächster Ausdruck. In Gedanken woanders sein. Ja, das ist ganz wichtig. Sie kriegen eine Geschichte erzählt, haben sich aber gerade verknallt und können sozusagen nicht abschalten. Von links hören Sie so Text, so brummel, 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 brummel. So ein Rollkragenpullover spricht Sie voll. Ja?
ganz deutlich machen, dass sie mit den Gedanken woanders sind. Ja? Und dann sagt der andere, hey, du hörst sie gar nicht zu. Wie, doch, klar. Das müssen wir natürlich gut hingehen, sogenannter Double Take. Wie, doch, klar. Ja? So. Und dann kommt der Übergang in die nächste Gefühlsregung, das ist welche? Trauer. Ja, Trauer. Trauer, sie sind verzweifelt, und zwar sie trauern so, dass der Nächste, der durch die Tür reinkommt, sie brauchen sich bei einer Soap nicht zu merken, wie sie heißen, weil sie werden ständig mit ihrem Namen angesprochen. Hallo Kim, Tag Saskia. Wie geht's? Ist Patrick da? Nein, der ist bei Sascha in der Garage. Ah ja, so. Sie sitzen also zu Hause und sind traurig. Da sagt bestimmt ein Mensch, Kim, was gibt's denn? Ja, genau. Ja? Das geht aber über in kalte Wut kocht hoch. Ja, wenn Sie total fies angelogen werden von der Seite. Ja. Sie müssen vor dem Partner verbergen, dass Sie immer saurer werden, aber der Zuschauer muss es mitkriegen. Ruhig mal so mit den Fingern arbeiten. Und hier, ganz wichtig, Wangenknochen, wenn Sie welche haben. Das kann so weit eskalieren, dass der Tisch umgeschmissen wird, was in der Soap beim ersten Mal klappen muss. Ja? Beim Spielfilm können Sie mehrfach umwerfen, wird komplett neu eingedeckt. Bei einer Soap muss es auf einmal klappen, weil Sie haben ja nur 2 Minuten. War es das für den Tisch? Oder dann haben wir noch musst du zum nächsten Drehort. Ja, genau. Der nächste Drehort, das ist ein absoluter Klassiker, das ist das Krankenzimmer. Das Krankenzimmer ist in der Soap oder auch in der Telenovela im Grunde 35% der Spielzeit verbringt irgendeiner im Krankenzimmer. Ja. Da können Sie das Publikum total für sich einnehmen, ja? Denn wer Kranke nicht mag, der hat wirklich kein Herz. So. Ganz wichtig, Kranke im Fernsehen sitzen immer im Bett, ja? Damit sie keinen Schatten auf der Narbe haben, verstehen Sie? Wenn man im Bett liegt wie ein Normalkranker, das macht ein schlechtes Licht, aber die Kranken sitzen und sind so auch für den Partner besser zu erreichen. Was ist das Erste? Abstreiten, dass man krank ist. Ja, das ist ganz wichtig. So mein Alter, ja, der Endvierziger mit marodierendem Kleinunternehmen. So. Kommt nicht in Frage. Dieser Schlüssel von Chefarzt, der hat mich gar nicht richtig untersucht. Morgen bin ich wieder im Betrieb. Sehr da legt gut. Sich dann aber meistens so eine leicht faltige Hand schon drauf und sagt, Walter, reg dich doch nicht auf, oder? Das hilft natürlich ein bisschen. Das nächste ist echt schwer. Aus der Narkose aufwachen und registrieren, mein Gott, ich habe hier nur noch ein Bein. Ja. Aber das ist ein Klassiker. Aber das ist Wahnsinn. War vielleicht zu sehr unterspielt, oder? Ja. Könnte man im Ernstfall ein bisschen dicker auftragen. Ja. Jetzt kommt die Königsdisziplin. Was ist das? Aus dem Koma aufwachen und feststellen, mein Gott, ich bin ja blind. Oh, das ist ganz wichtig, vor allem, wenn Sie innerhalb der Soap eine Galerie besitzen. Ja. Sehr gut. Ja. Jetzt ist das Krankenbett kein Krankenbett, sondern ein normales Ehebett. Ah ja. War da gerade so Agape oder Eros? Wahrscheinlich Eros, weil du bist nackt. Ja, also Soap-Darsteller sind nicht richtig nackt, sondern sie haben, wie man im Schwäbisch sagt, das Häsle dürfen sie anbehalten. Ja? Obwohl die meisten ja aufgrund des Knackarsches engagiert werden, ist der eigentlich immer sehr reduziert zu sehen. Und das ist auch ganz wichtig. In der Soap steht man so auf, wie man nur im Fernsehen aufsteht, nie im wirklichen Leben. Sie sitzen also da und überlegen gerade, wieso hatte ich schon wieder Sex mit meinem Bruder? Ja. Ja? Das ist ein neuer Handlungsstrang. Ja. Ja? Dann klingelt das Telefon. Da klingelt das Telefon. Normalerweise springt man so auf, ja, sagt, huch, man ist nackt und geht zum Telefon. In der Soap geht das so. Palim, palim! Ja?
Hallo. Immer so. Hier oben lang, hier ist hier. So. Jetzt kommt morgens aufwachen, nach der Partnerin patschen und erstaunt registrieren, sie ist ja schon weg. Ah, das ist ganz wichtig. Sie schlafen also, ja, und dann kommt als erste Hilfestellung, dass nach dem Klingeln den Wecker touchen. Macht man nie, aber im Fernsehen hilft's. Ring, ring! Ring, ring! So, dann langen sie rüber nach der Partnerin, stellen fest, Gott sei Dank, die Beine sind noch dran. Das ist so schön. Jetzt kommt der teure Außendreh. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist neu, das gab es noch nie. Das ist eine ganz neue Spielstätte. Das haben wir zum ersten Mal gezeigt. Und zwar ist das, da müssen Sie natürlich sehr, sehr emotional stark sein, wenn Sie das spielen, weil da geht es in die Großaufnahme. Es ist der Abschied am Hundegrab. Was muss ich da als Erstes spielen? In Erinnerungen an den vierbeinigen Freund versunken aufs Grab schauen. Und dann kommt direkt danach lange Seufzen und Flüstern, tschüss, Dicker. Da ist aber eine Bewegung drin, ne? Vielleicht nochmal so die Wurst sortieren. Tschüss, Dicker. Ich meine, für manche ist es vielleicht jetzt zynisch, ja, aber so sind nun mal die Übergänge im Fernsehen. Jetzt machen wir erstmal Werbung. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, meine Damen und Herren. Seit vielen, vielen Jahren bin ich ein großer Bewunderer Ihrer Persönlichkeit und Ihrer künstlerischen Fähigkeiten. Heute Abend bei uns zu Gast die Weltklasse-Violinistin. Herzlich willkommen, Anne-Sophie Mutter. Das hier ist die aktuelle CD. Drei Klaviertrios von Mozart. Gibt es mehr als drei oder gibt es nur die drei? Ja, es gibt mehr als drei. Ja. Aber es war einfach nur Zeit, drei einzustudieren, aufzunehmen. Und innerhalb von diesem Triptychon, das ja auch die Sonaten umfasst und X-Violinkonzerte. Gibt es Gründe, warum Sie sich genau für diese drei entschieden ja, haben? Ja, es sind späte Werke von Mozart und es sind auch Werke, bei denen die Geige nicht so benachteiligt ist wie in früheren Klaviertrios. Und darauf habe ich natürlich als Geiger auch großen Wert gelegt. Ja, natürlich, ich soll das Klavier mal ein bisschen Pause machen. Ja? Naja, eigentlich sind es Klavierkonzerte mit der Geige als Partner und einem etwas bescheideneren Cellopart. Ach so, das heißt, sind das so Umschreibungen, wie ja Komponisten früher selber häufiger gemacht haben? Das heißt, man hat es für den einen Anlass geschrieben und hat es dann nochmal in einer kleineren Form übertragen? Ja, also im 18. Jahrhundert war die Geige, also anfänglich, besonders in der Jugendzeit noch von Mozart, mehr das Begleitinstrument des Klaviers. Und er war ja auch ein ganz brillanter Pianist. Ja. Und man spürt in seinen Kompositionen, in den Klaviertrios, dass er doch dem Klavier den Vorzug lässt und die Geige etwas einen bescheideneren Part. Wirklich? Ist Mozart der beste Komponist für Geige? Mozart hat die Gleichberechtigung der Geige vorangetrieben. Denn zur Haydns Zeit hat die Geige die rechte Hand des Klaviers unterstützt und das Cello die linke Hand, um dem Instrument auch, also dem Klavier, größere Sonorität zu verschaffen.
Und der Mozart war ja selbst exzellenter Geiger, nicht nur fabelhafter Pianist und hat sehr früh in Europa konzertiert, galt auch als der beste Geiger überhaupt und hat dann irgendwann die Geige als Partnerinstrument, besonders in seinen Mittelperioden, Sonaten und auch in den Spätsonaten, Köchel 400 und weitere, die Geige dann wirklich auf Gleichberechtigung gezogen. Und das ist natürlich für einen Geiger eine wunderbare Entwicklung. Und er hat allein vom Volumen unglaublich viel komponiert. 16 Sonaten, 5 Konzerte für Geige, dann unzählige Klaviertrios. Die haben Sie alle drauf? ja, jetzt habe ich sie alle drauf. Wie lernen Sie ein Stück neu? Die Sonaten sind natürlich unglaublich umfangreich. Ich kannte auch nicht alle 16. Man spielt ja die populären Werke natürlich sehr oft und von den 16 sind vielleicht 4 wirklich bekannt. Ich habe mich jahrelang auf diesen Zyklus vorbereitet. Man analysiert die Partitur, schaut sich die Architektur an, die Tonarten, die Wahlverwandtschaften untereinander. Also das ist erstmal am Schreibtisch? Das ist erstmal am Schreibtisch, ganz ohne die Geige. Und dann fange ich mit den Bogenstrichen an. Phrasierung ist ja wichtig bei Mozart, wobei man gerade bei einem Geiger, wie es Mozart ja war, die Originalphrasierung nehmen sollte. Das heißt also zum Beispiel dim, dim oder düt, gebunden oder staccato? Genau, ja, gebunden oder gesprungen. Das hat Mozart vorgeschrieben? Das hat Mozart vorgeschrieben. Da er Geiger war, im Gegensatz zu Beethoven, also etwas davon verstand, kann man das wirklich ernst nehmen und sollte dem auch folgen. Fingersätze ist was ganz Persönliches. Ich habe eine sehr kleine Hand, also nehme ich logischerweise andere Fingersätze als jemand, der lange Finger oder so große Hände hat. Wie sieht's aus? Heugabeln. Ja. ganz wichtig für... Cellohände. Sind das gute Cellohände? Ja, so mit Dingen, aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, Cello ist eigentlich ein schönes Instrument, aber wenn diese zarten sehr Wesen, männlich. Finden Sie? Ja, ja? Ja. Für mich ist es immer so eine langhaarige, bebrillte, Männerfantasie, so eine getarnte Bestie. Ja? Das sind aber Männerfantasien, oder? Glauben Sie eigentlich, dass Männer in Ihrem Konzert, ja, dass die auf die Musik hören oder dass sie sagen, hallo, die Frau Mutter? Also ich glaube... Also ich hoffe, man sagt Hallo Mozart erstmal und dann, naja, ich weiß nicht. Ja. Also den Rest viele sagen vielleicht auch Hallo Mozart, wenn sie Beethoven spielen oder so. Das ist möglich, ja. Ja, aber Mozart ist ja wirklich Ihr Lieblingskomponist. Ja, Mozart, ich habe mit Mozart begonnen, mit 9 Jahren mein erstes Orchesterkonzert gespielt und dann mit 13 unter Herbert von Karajan in Salzburg mein richtiges Debüt auch mit Mozart. Carnegie Hall ein paar Jahre später auch mit Mozart. Es ist eine Reifeprüfung immer wieder. Und für mich so eine Art Röntgenaufnahme des Seelenzustandes eines Musikers. Man sieht eben auch, was nicht da ist. Am Bei dem Musiker? Ja. Das heißt, Sie können, oder man erfährt dann viel über den Musiker, wie Leider er... Leider ja. Wirklich? Ja, was er stilistisch drauf hat, was für eine emotionale Reife da ist. Das habe ich gelesen mal in einem Interview mit Ihnen. Sie sagen, wenn zum Beispiel sich ein Orchester-Probevorspiel angucken, Sie sehen, wenn einer auf die Bühne kommt, ob er begabt ist oder nicht. Ja, ich habe eine gemeinnützige Stiftung, bekomme sehr viele Bänder. Also wir fördern weltweit Streicher nach uns, also nicht Anstreicher, sondern Geiger und Bratschisten und so. Und man sieht schon, wie ein Musiker auf die Bühne geht, welche körperliche Beziehung er zum Instrument hat, wie er die Geige ansetzt oder wie sich jemand ans Klavier setzt. Kann man schon Werden Sie oft gequält mit scheinbaren Begabungen, wo die Eltern sagen, jetzt spiele mal etwas vor? Ja. Wirklich? Ja, auch, und ja. Können Sie brutal sein und halten Sie mir das Kind vom Leib? Es ist unbegabt, es ist grässlich, es soll Lehrer werden oder so. Oh, aber nicht Musiklehrer, bitte. Nicht Musiklehrer. Ist der Musikunterricht an unseren Schulen gut? Generell. Also in Bayern, ich kann nur von Bayern sprechen, weil ich in München wohne und da ein bisschen die Insights kennen, nicht besonders gut. Nein. Wirklich? Nein. Trotz allem, was getan wird. Ich glaube, in den Grundschulen wird einfach nicht genug getan. Es ist nicht altersgerecht. Der Unterricht ist einfach zu kindisch in der Grundschule. Der wird noch mit Joghurtbechern rumlaboriert, während ein Neunjähriger schon gerne mal ein bisschen Saftigeres erleben würde. Vielleicht mal eine Oper kennenlernen oder auch den Unterschied zwischen einer Flöte und einer Tuba. Falls man mal Kulturmanager wird, sollte man das wissen, dass man das auf Anhieb unterscheiden kann. Ja, haben Sie heute schon geübt? Ja. Wie lange? Ich hatte leider nur 2 Stunden, da musste ich in den Flieger. Üben Sie sind dran schuld, wenn ich meine Sonaten nicht kann. Ja, das wird heißen, das wird auf Ihrer ganzen großen Welttournee und so weiter wird das heißen, Harald Schmidt. Sie hätte nicht dahin gehen sollen. Was halten Sie eigentlich von asiatischen Virtuosen? Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt phänomenale Begabungen aus Asien. Die Begabungsdichte scheint da größer zu sein, einfach weil früher gefördert wird. Bin ich ein schlechter Mensch, einem, der nicht der Klassik würdig ist, wenn ich sage, ich möchte nicht von seiner koreanischen Tastenmaschine Beethoven hören, sondern ich möchte einen alten, im Grunde sabbernden
glatzigen 190-jährigen Wiener da schmieren sehen. Da habe ich ja noch Hoffnung in 100 Jahren. Ist es ein Klischee, von dem man sich verabschieden muss? Also es gehört für mich irgendwie mit dazu, ja, dieses ganze... Ja, es ist sicher ein Klischee. Auf der anderen Seite spielt es schon eine Rolle, ob ein koreanischer Student erst mit 30 mit europäischer Kultur in Verbindung sich bringt und auch in Europa überhaupt einige Jahre verbringt oder eben mit 5, 6, 7 Jahren. Das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, generell kann jeder Musiker klassische Musik empfinden, nachvollziehen, analysieren und auch wirklich gut interpretieren. Es ist nur eine Frage auch nicht nur der Begabung, sondern des frühen Entdeckens und des frühen Trainings. Und der Förderung. Und der Förderung. Und das müssen die Eltern machen. So wie es aussieht, fällt das wieder auf die Eltern. Aber privater Musikunterricht ist irrsinnig teuer und Musik ist für jeden. Und ich finde es unglaublich ungerecht, dass es dann doch wieder nur so eine Art Eliteförderung gibt. Die Eltern, die sich's leisten können, deren Kinder dürfen dieses wunderbare Fantasiefeld, diese Insel der Emotionen Musik kennenlernen. Und die anderen müssen sich mit ungenügendem Schulunterricht zufrieden geben. Das klingt ja fast nach SPD, oder? Ja, werden Sie da oft angesprochen, dass Sie sagt, also Frau Mutter, können Sie da was tun? Jetzt machen wir irgendwie so Geigenunterricht im Stadion, wo 40.000 Leute auf... Ja, das würde ja dann auf die Suzuki-Methode, nämlich den Nachahmeffekt beruhen. Und das geht nur am Anfang. Das ist für kleine Kinder, die ja durch Nachahmung lernen, ideal. Aber später will man doch auch über den Intellekt ein bisschen was rezipieren. Und das funktioniert dann nicht mehr, also im Stadion schon gar nicht. Aber ich meine, das funktioniert nur über Einzelunterricht, oder? Ja, das funktioniert nur über Einzelunterricht. Und über sehr viel Üben? Über Üben und über Begabung. Aber ich glaube, es geht ja hier nicht um Höchstleistung, sondern es geht um den Spaß an der Sache. Und wenn man früh genug anfängt, dann ist es wie mit Tennisspielen. Wenn Sie als 15-Jähriger anfangen, sind Ihre Chancen, auch den Bewegungsablauf ganz harmonisch ins System reinzudrillen, einfach geringer, als wenn Sie es mit 5 oder 6 anfangen. Und wenn man dem Kind rechtzeitig eine große Palette von Möglichkeiten gibt, eben nicht nur Computer und Sport, sondern auch noch Musik oder überhaupt Kunst, dann kann das eigentlich nur nützen. Also, jetzt kommt die Sendung Polylux und dann kommt eine Stunde lang ein Porträt von Ihnen und Ihre Begeisterung, Ihr künstlerisches Verhältnis zu Mozart. Ja? 3 goldene Regeln noch zum Abschied, wenn man sagt, man will, dass Kinder an Musik herangeführt werden und es gehört Disziplin dazu. Mhm. Man muss auch sagen, so einen sanften Druck muss man ausüben. Kann man so 3 Regeln sagen, was das A und O ist, wenn man ein 3-, 4-, 5-jähriges Kind hat und sagt, welches Instrument ist das Richtige, wie kann ich es überhaupt feststellen? Also ich bin strikt gegen Regeln. Ich glaube, ein paar Mal ins Konzert gehen mit kleinen Kindern, sich da gar nicht genieren. Ich meine, wenn es zu viel wird, kann man in der Pause immer noch raus. Oper finde ich ein ganz gutes Medium, um anzufangen. Hänsel und Gretel ist zwar ein bisschen gruselig, aber im Großen und Ganzen, wenn man es als Märchen verträgt, kann man es sich auch als Oper anschauen. Natürlich die Mozart-Oper Zauberflöte, ganz klar. Über das Theater, über die Handlung, über die Figuren und die Kostüme ist ein Heranführen an Musik eigentlich ganz spielerisch notwendig, ohne dass man jetzt Regeln aufstellt. Also, vielleicht ein Anreiz für den einen oder anderen. Jetzt kommt die Sendung Polylux, meine Damen und Herren. Dann im Anschluss ein einstündiges Porträt Anne-Sophie Mutter, Wolfgang Amadeus Mozart. Das ist die CD, sehr empfehlenswert mit den Klaviertrios. Nächste Woche bei uns zu Gast bin Kai Fanti und Florian Illies. Frau Mutter, vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg. Und ich freue mich, wenn Sie mal wiederkommen. Gerne. Ja, alles Gute. Dankeschön. Das war's heute, meine Damen und Herren. Dankeschön, bis nächste Woche. Tschüss. We'll be right back.